Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Yoga Miri Podcast, bei dem es heute um ein Thema geht, über das ich schon immer eine Folge machen wollte. Manifestieren. Denn richtig angewandt funktioniert es. Viel mehr als einem eigentlich bewusst ist. Und wenn du meinen Blog verfolgst oder mir auf Instagram und Facebook folgst, dann weißt du, ich habe mir meinen Traumjob manifestiert. Und das Universum, das hat mir meinen Traumjob geliefert. Nicht beim ersten Mal, nein, da habe ich falsch manifestiert. Aber davon mehr am Ende der Folge, denn diese Geschichte ist ja eine etwas längere. Denn manifestieren, das funktioniert nicht mit "Hallo, ich hätte gerne." Nein, da steckt noch mehr dahinter. Und der Grund, warum diese Folge gerade jetzt erscheint, ist folgender. Also vor 2 Wochen, da war ich in so einem Meeting und dann hat sie gesagt, sie hatte einen Traum und in diesem Traum, da ist ihr Traummann, den sie manifestiert hat, erschienen. Und jetzt weiß sie, an welchem Datum sie ihn trifft und wo. Und also sie hat dann gesagt, ja, in 3 Monaten, da und da, da wird er da sein. Und ich habe das gehört und mir gedacht, ja, okay, verrückt, aber okay. Und dann habe ich das auch schon wieder vergessen. Und letzte Woche, da war ich auch wieder in einem Meeting und dann hat mir, dann wurde die Frage gestellt, was war der glücklichste Moment im Leben? Und eine der Frauen hat gesagt, der Moment, wo sie ihren Traummann getroffen hat, den sie manifestiert hat. Und sie hat ihn sofort erkannt, denn er sah genauso aus wie in ihren Manifestationen und er ist anscheinend auch genauso, wie sie ihn sich manifestiert hat. Und dann dachte ich so, wow, okay, krass. Also es hat mich so ein bisschen daran erinnert, es gab mal, als ich jung war, diese Bücher, wo drin stand, so packst du dir einen Traummann. Und ich weiß, das war Quatsch, aber dass es funktioniert, seinen Traummann zu manifestieren, da dachte ich dann, nein, also ich weiß auch nicht, das ist so, wenn das geht, warum wusste ich das denn nicht früher? Also es ist so verrückt, was denkst du denn darüber? Aus meiner Sicht geht es auf jeden Fall, wenn du das glauben kannst und fest genau weißt, was du denn haben willst, dann ist es ganz leicht, dir deinen Traummann zu manifestieren. Die Frau, die ihr da gerade gehört habt, ist Bettina. Ich bin Expertin für den Draht zum Universum und ich habe den Draht zum Universum schon immer so wie du auch, so wie jeder von uns, nur oftmals ist uns das Ganze nicht bewusst. Ich habe von klein auf mir alles irgendwie kreiert und manifestiert. Meine Mutter hat immer gesagt, du wünschst dir was und alles kommt. Und genauso mache ich das heute immer noch, vom Traumjob, so wie du das gesagt hast, bis zum Traumhaus. Es ist alles dabei. Und ja, heute lebe ich meine Berufung und freue mich, andere dabei zu unterstützen. Bettina Pfeffer, dein Draht zum Universum. Aber was ist Manifestation eigentlich? Aus meiner Sicht geht es einfach darum, wir sind alle Schöpfer unseres Lebens und das Gesetz der Anziehung gilt in jedem Moment. Und wenn wir uns mal bewusst machen, dass mit allem, was wir ausstrahlen, was wir denken, was wir sagen, wie wir handeln, wir uns damit unsere Zukunft kreieren und uns mal Gedanken machen, wie will ich es denn haben und nicht, was funktioniert nicht, dann kreieren wir und manifestieren wir uns auch die Sachen, die wir gerne haben wollen und nicht die Dinge, die in unser Leben kommen, weil wir den Fokus darauf haben, was wir nicht wollen. Bettina hat es ja schon gesagt. Manifestieren, das können wir alle schon von klein auf. Es ist in uns. Aber sie selbst hat ihre Berufung so gefunden. Ich habe mit 31, also 2009, ein ganz, ganz großes Geschenk in meinem Leben bekommen und war 8 Wochen in der Klinik für Psychosomatik.
damals war mir nicht bewusst, dass ich es mir kreiert habe, und mir war auch nicht bewusst, dass diese Situation alles verändern wird. Ich habe gelernt, dass ich die wichtigste Person in meinem Leben bin und dass es meine Verantwortung ist, glücklich zu sein, und dass ich die Möglichkeit habe, wirklich mir alles in mein Leben zu ziehen und zu manifestieren. Manifestieren, affirmieren, visualisieren. Das Gesetz der Anziehung. Im Dschungel des Ziele erreichen Könnens, Träume wahr werden lassen, da kommen meist diese Oberbegriffe. Aber was ist der Unterschied zwischen all diesen Oberbegriffen? Oder gehören sie etwa zusammen? Also mein Lebensmotto ist ja, es darf leicht gehen. Und auch ich habe viele Wege ausprobiert, von Live-Script lesen und aufsprechen und anhören und Bücher lesen und Sätze aufschreiben und Affirmationen mir vorsprechen und. Also ich habe mich immer fleißig beschäftigt gehalten, und nicht das falsch zu verstehen, es gibt sicherlich Dinge, die wir tun dürfen, um uns die Dinge ins Leben zu ziehen, was wir haben wollen. Grundsätzlich brauchen wir es nicht komplizierter machen, wie es ist. Es darf leicht gehen. Und aus meiner Sicht ist das Hauptthema oder ja, das Hauptding, worum es wirklich geht, dass, welches Gefühl strahlen wir aus und welcher Weg ist für mich der richtige. Also es gibt tausend Möglichkeiten, ob wir hören, ob wir sehen, ob wir lesen, ob wir schreiben, ob wir sprechen, ganz egal. Jeder darf für sich herausfinden, was einem Spaß und Freude macht, weil in dem Moment, wenn es schwer geht, legen wir ja auf den Kopierer, auf den Universumskopierer, den Gedanken, dass es schwer geht. Also kreieren wir und manifestieren wir uns wieder mit dem Gesetz der Anziehung die Schwere. Und wenn wir uns erlauben, die Dinge zu tun, die uns Spaß machen, wenn wir gern schreiben, wenn wir gern lesen, wenn wir gern hören, egal was wir gerne tun, wenn wir das aus tiefstem Herzen gerne machen und uns mit den Dingen beschäftigen, die uns Freude machen, dann geht gar nichts anderes, wie dass wir eine freudvolle Zukunft haben. Das steht meist nicht in den Ratgebern. Also ich kenne da auch jemand, der hat ganz frisch angefangen, in diesen Raum des spirituellen Zieleerreichens reinzukommen, und der hat manifestiert wie ein Weltmeister. Der hat, also ich glaube, der hat jedes Ritual, das es in einem Ratgeber gibt, einmal durchgemacht, und es ist immer genau das Gegenteil passiert. Und dann hat er sich auch gefragt, warum. Und ich habe gedacht, ja, weil er krampfhaft, also warum passiert das, wenn man krampfhaft manifestiert, dass dann genau das Gegenteil passiert? Diese Frage hat, glaube ich, jeder. Und es liegt daran, weil wir, wie gesagt, es geht ums Gefühl. Das Allerwichtigste ist das Gefühl, und aus welchem Gefühl heraus wünschen wir uns was, bestellen wir uns was, tun wir was? Ist es das Gefühl, zum Beispiel, ich möchte neue Kunden gewinnen, also muss ich mehr arbeiten, darf ich mehr arbeiten, darf ich mehr posten, darf was auch immer als Beispiel. Und aus dem Gefühl heraus, ich mache das, weil ich diese Kunden nicht habe. Das heißt, es ist das Gefühl des Mangels, und dann entsteht dieser Druck, und Druck erzeugt Gegendruck, also kreiere ich mir wieder Druck. Und wenn ich aber aus dem Gefühl heraus in diese Vorstellung, in diese Vision, in dieses Bild gehen kann, zu sagen und vor allem wirklich zu fühlen, wow, mit meinem Wissen, mit meinem Können gehe ich nach draußen, und die Menschen, die ich unterstützen kann, die finden mich, und dann kommen die Kunden von ganz alleine. Und in diese Vorstellung zu gehen, in dieses Gefühl, wie du positiv die Welt veränderst, in der Fülle, in der Leichtigkeit und in der Freude, in dem Moment wirst du erfolgreich sein und wirst dir das in dein Leben ziehen, dass es dann auch leicht geht. Weil wenn wir am Grashalm ziehen, dann legen wir genau das wieder auf den Kopierer. In diesem Copyshop des Universums gibt es noch andere Dinge, die man beachten sollte. Ich bin davon überzeugt, Fehler gibt's nicht. Es geht einfach nur darum, dass wir Erfahrungen machen. Und das Universum liefert uns zur richtigen Zeit, wenn wir bereit dazu sind, und nicht, wenn unser Verstand meint, jetzt ist an der Zeit. Denn vielleicht fehlt uns noch eine Erfahrung, vielleicht hat das Universum, das Leben noch was Besseres mit uns vor.
Weil wir kategorisieren das ja gern irgendwie ein, dass wir denken, es muss auf einem bestimmten Weg kommen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten und das Universum ist so kreativ, wenn wir das Universum machen lassen. Als Beispiel, ich habe eine Kundin, die hat sich ein Auto gewünscht. Und was ich immer sage, lass den zweiten Teil des Satzes weg, weil sie gesagt hat, ich wünsche mir ein Auto. Somit legt sie es auf den Kopierer. Aber es ist mir zu teuer. Also legt sie den zweiten Satz auf den Kopierer und das Auto kommt nicht. Wir haben dann das besprochen, was sie macht, und es ging keine 2 Monate, hat sie einen Tesla geschenkt bekommen. Und weißt du was? Ich hätte niemals mit meinen Gedanken überhaupt dran gedacht, diesen Weg überhaupt mal in Erwägung zu ziehen, zu sagen, na ja, vielleicht schenkt dir ja irgendjemand einen Tesla. Das kriegen wir mit unserem Verstand, mit unserem Erbsenhirn überhaupt nicht kreiert, erdacht. Und wenn wir wirklich dem Universum die freie Wahl lassen und einfach auch Erfahrungen machen, und es geht ja auch darum, dass wir Erfahrungen machen, weil manchmal kreieren wir uns auch Sachen, die dann kommen, genauso wie wir sie bestellt haben, und hinterher merken wir, dass es das gar nicht war und wir wollten was anderes. Aber dann durch die Erfahrung haben wir das Wissen, und nur durch die Erfahrung kommt dann auch das Wissen. Das ist so schön, dass du das sagst, weil, also ich habe fast alle Manifestationsbücher aus Berufsgründen durchgelesen, die man lesen sollte, wenn man sich in diesem Bereich beschäftigt. Und da steht das meist gar nicht drin. Da kommt so, ja, manifestier, manifestier und es kommt. Aber dass es wirklich kein gerader Weg ist, sondern meist so ein Weg, den fängt man an, also wie so ein Projekt, man fängt es an und dann bekommt man. Und dann denkt man, oh nee, ich sollte vielleicht ein bisschen detaillierter werden, okay. Und dann kommen irgendwelche niederen Frequenzen und dann so, oh. Also es ist kein Weg, der wirklich straight geradeaus geht, außer wenn es läuft, na, dann läuft's. Aber manifestieren, ich weiß noch, wie ich damit begonnen habe. Ich glaube, ich habe mit dem schlimmsten Buch von allen begonnen und habe mir dann eine Morgenroutine eingebaut in mein Leben. Um 5 Uhr morgens bin ich aufgestanden. Mein Gefühl war noch im Schlafmodus. Und wie manifestierst du denn? Also bei mir darf es ja leicht gehen. Tolle Frage. Also ich bin ja wahrscheinlich nicht das Supermaßstab. Ich meine, die Ergebnisse sind mega, gar keine Frage. Es darf jeder, also ich kreiere wirklich so, ich spüre in mich rein, ich setze meine Absichten, überlege mir, wie hätte ich es denn gern, den Fokus darauf zu richten, wie darf es sein und nicht, wie will ich es nicht haben. In der Freude zu leben, die Leichtigkeit zu leben, die Dinge zu machen, die mir Spaß und Freude bereiten. Bei uns ist jetzt der Fernseher komplett ausgezogen, weil der einfach, also sowieso selten läuft, aber naja, ich beschäftige mich mit den positiven Dingen im Leben und ich bin voller Vertrauen und wirklich, ich weiß, das Universum liefert immer. Und ich habe ein ganz tolles Beispiel, dass das Universum liefert, und umso öfters man sich damit beschäftigt, diese Kraft, die jeder von uns hat, wenn wir uns das bewusst machen. Also mir wurde vor 2, 3 Monaten, als wir im Spanienurlaub waren, meine Handtasche geklaut. Und jeder sagt natürlich, also wie kann man sich denn sowas kreieren? Das hast du doch nicht gemacht. Doch, ich war es tatsächlich. Und im ersten Moment war ich natürlich schockiert und habe gedacht, wow, was ist denn hier los? Also hier, ich denke an das Gute im Menschen und habe hier irgendwie, naja, wie auch immer. 5 Minuten später habe ich gedacht, okay, ich habe es mir kreiert. Aus welchem Gedanken ist es entstanden? Und wir waren eine Woche vorher auf Zypern und ich habe gedacht, wow, das Handy macht super Fotos, mein nächstes wird auch so. Und dann habe ich meinen Ausweis am Flughafen angeguckt und habe gedacht, naja, also das Foto ist auch nicht mehr aktuell, die Haarfarbe stimmt nicht mehr, okay, bis 24, das hält noch aus. Ach, und jetzt im Sommer wäre eigentlich ein Geldbeutel ganz schön, wo man Münzen reinpacken kann, weil ich hatte nur diesen, wo die Scheine reinkören und die Kreditkarten. Und naja, was soll ich sagen? 3 Tage später war meine Handtasche weg mit allen Handys, von meinem Mann, von mir, Ausweis, Führerschein, Geldbeutel, alles. Und da das dann für sich so zu drehen, zu sagen, krass, ich habe es mir kreiert,
Ich bin die Beste. Und jetzt habe ich alles neu. Damals war klar, man findet immer 1000 Gründe, warum es nicht geht. Das sagt uns der Kopf. Aber wenn wir es uns kreieren, deshalb dürfen wir wirklich achtsam sein, was wir kreieren, weil es könnte wirklich wahr werden oder es wird wahr. Der Wecker um 5 Uhr morgens darf also ausgeschaltet werden. Denn Manifestationszeit ist immer. Tag und Nacht. Was ist denn so das, wo du sagst, wow, dass ich das manifestiert habe, hätte ich nie gedacht? Da fällt mir sofort was ein. Also mir fallen mehrere Sachen ein, aber ich glaube, das Schnellste, das Größte und das Coolste war unser Haus, in dem wir jetzt wohnen. Also wir haben bis vor ein paar Jahren ein Gästehaus gehabt am Bodensee, direkt schön in einem kleinen Ort. Und wir haben uns entschieden, dass wir was verändern wollen und wir wollen mehr Freiheit, mehr Leichtigkeit, mehr Flexibilität und haben uns dann eine Liste gemacht, wie wollen wir es haben? Und genau das ist die Frage, wie hättest du es gern zu wissen, wie du es haben möchtest? Und mein Mann und ich, wir haben uns eine Liste gemacht, wir haben uns überlegt, wer soll unser Haus kaufen, in welchem Zeitraum soll das alles stattfinden, wollen wir ein neues Haus bauen, wollen wir eine Wohnung mieten oder kaufen, wie auch immer. Also wir haben uns das alles überlegt und auch einen bestimmten Kilometer Umkreis, dass einfach die Kinder in ihrer Schule bleiben können und auch der Job, das alles passt. Ruhige Lage am Waldrand, weiter Blick. Und was mir ganz wichtig war, ich habe irgendwann mal einen Handwerksberuf erlernt. Ich wollte gerne, dass dieses Haus außen fertig verputzt und schon steht. Und innen wollte ich das gerne, dass das im Rohbau ist. Damit es so gemacht wird, wie ich das gerne wollte. Und dann kam natürlich der Verstand und hat gesagt, naja, das gibt's ja nicht. Also entweder ist noch nicht gebaut oder es ist schon fertig. Also wer macht denn sowas? Ich habe meine Liste gehabt und für mich war klar, so wird es gemacht und so wird es umgesetzt und so bestelle ich mir das beim Universum. So hätte ich es gern. Ja, was soll ich sagen? 14 Tage später haben wir schon den Kaufvertrag unterschrieben. Also es war wirklich innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit und dieses Haus war außen fertig und innen komplett roh. Da waren nur die rohen Wände und sonst war da nichts. Also ja, das war genauso die Manifestation, wo ich heute immer noch drüber lache, weil es ist wirklich alles möglich, wenn wir dran glauben und wenn wir im Vertrauen sind und bleiben und wirklich mit der Gewissheit, dass sich's verwirklicht. Und ihr wisst, in diesem Podcast gibt es eine absolute Lieblingsfrage von mir, die ich jedem Gast stelle. Und zwar die nach einer Liebesgeschichte. Ja, du willst jetzt wissen, wie ich meinen Mann... Ich habe mir tatsächlich meinen Mann manifestiert. Es ist aber wirklich... schon Jahrzehnte her. Ich habe damals mit 13... angefangen, Standard und Latein zu tanzen. Und ich habe jede freie Minute in der Tanzschule verbracht, weil das war einfach meins. Und für mich war dann relativ bald klar, also naja, okay, mit 13 habe ich mir jetzt vielleicht noch nicht überlegt, wie mein Traummann sein soll, aber es ging nicht lange, ein paar Jahre, wo ich für mich klar war, also egal welcher Mann, aber der muss tanzen können. Gut. Ja, den habe ich mir dann kreiert. Also wir haben uns damals schon mit 13, als ich 13 war, kennengelernt. Aber wie das halt dann so ist, er war damals irgendwie 22, viel, viel älter, also gar keine Chance für irgendwas und auch nie ein Gedanke. Und Jahre später, als ich dann 18 war und er 27, hat sich das von heute auf morgen wirklich ergeben. Und ich hatte dann mir meinen Mann kreiert, der tanzen kann. So. Also, ich habe ihn kreiert und man darf aber dazu sagen, und da möchte ich euch darauf hinweisen, macht die Bestellung ausführlicher, weil ich habe mir bestellt, dass er tanzen können soll. Und es kann er auch. Und wir tanzen heute mehr denn je, denn ich habe mir nicht bestellt, dass er es auch gern tut. Denn wir hatten über Jahre immer so ein bisschen das Thema, dass ich so gerne viel tanze und er schon auch gern tanzt, aber nach 2 Tänzen reicht's. Also, das haben wir dann umkreiert, weil anfangs war es wirklich so, er konnte's und er wollte aber nicht und jetzt will er aber. Also, alles gut.
Nach 23 Jahren habe ich einfach neu kreiert. Oh. Nachdem ich Bettina erzählt habe, wie sehr ich Männer liebe, die tanzen können und vom Tanzen geschwärmt habe, kamen wir zum Wunder der Manifestation. Denn wenn du selbst manifestierst, dann weißt du es bereits und ansonsten hör gut zu. Wenn es läuft, dann läuft es. Wenn die Manifestation durch ist und du den Dreh heraus hast und in hohen Schwingungen bist, dann kommen auf einmal von überall Dinge, von denen du dachtest, wow, das habe ich vielleicht nicht bestellt, aber es ist mehr, als ich bestellt habe. Dieses Wunder, das man kreiert, das ist einfach nur verrückt. Ja, und das ist so magisch, weil dann jeden Tag irgendwelche Überraschungen kommen. Und manchmal, wenn es Situationen gibt, wo man denkt, naja, eigentlich finde ich es jetzt vielleicht nicht so toll oder ich habe es mir anders vorgestellt, auch irgendwie Kleinigkeiten, ja, also dass ich jetzt irgendwie morgens um 6 aufstehen muss und irgendwie jemand, keine Ahnung, wohin fahren soll, wäre ich jetzt viel lieber mal im Bett. Aber dann mit dem Gedanken aufzustehen und zu sagen, ah, spannend. Da liegt irgendwo ein Geschenk und das Universum liefert mir irgendwas. Und dann so spielerisch durch den Tag zu gehen, genau das macht es ja aus, weil dieses spielerisch Leichte, diese Freude, was Kinder haben, und wir hatten das alle, auch mal durch den Regen zu tanzen. Es ist ganz egal, was wir tun, wichtig ist doch, dass wir Spaß haben. Weil ich bin davon überzeugt, wenn wir irgendwann gehen, ist es ganz egal, welche Autos wir gefahren sind, wie viel Geld auf dem Konto liegt oder ja, welche Häuser und wie viele Häuser, sondern es geht doch darum, haben wir das gelebt, was wir wollen? Haben wir Freude, Spaß, Leichtigkeit gelebt, Wachstum und genau das gemacht, den Traumjob gehabt und gemacht, den wir immer wollten? Und wenn du dir nun denkst, Bettina, Miriam, das, worüber ihr redet, das kenne ich nicht, dann ist es Zeit. Es geht gar nicht darum, dass wir noch was lernen, sondern dass wir uns erinnern. Weil wir haben alles Wissen in uns. Alles, was wir brauchen, ist in uns. Und dieses nochmal was lernen und ich bin nicht gut genug und mir fehlt da noch was, ist immer was aus dem Mangel entspringt. Und wir haben das alles in uns. Und es geht wirklich nur darum, dass wir uns immer und immer wieder erinnern. Und ob das nachher irgendwelche Bücher sind, irgendwelche Podcasts, irgendwelche anderen Menschen in der Familie oder was auch immer, Freunde, keine Ahnung, oder Situationen, wo man einfach dann sagen kann, ah, danke für die Erinnerung. Ich sage das wirklich so oft, ich habe einen ganz, ganz tollen Lehrmeister, das sind meine Kinder. Die erinnern mich wieder, weil immer und immer wieder, weil wie oft sage ich zu denen, willst du es wirklich glauben? Und dann gibt es natürlich die Momente, dass die dann zu mir sagen, weißt du, ich kenne da jemand, das ist eine ganz intelligente Person, die sagt immer, willst du das glauben? Also es geht einfach darum, dass wir uns immer wieder selber erinnern und uns auch gegenseitig erinnern. Es ist also wie so vieles im Leben, wellenartig. Und zu Beginn der Folge habe ich dir ja erzählt, dass ich mir meinen Traumjob manifestiert habe. Das ist jetzt so der Grund, weshalb ich diesen Podcast nicht alleine mache, ne? Ich versuche mich kurz zu halten. Ihr könnt euch aber alle schon mal einen Kaffee holen oder einen Tee. Ich habe mir das manifestiert. Ich habe immer in meinem Leben gewusst, wenn ich was will, dann bekomme ich das. Also es ist wirklich so bei mir, wenn ich umgezogen bin oder wenn ich irgendwo, manchmal bin ich auch umgezogen und habe dann erst einen Job gesucht, weil ich wusste, ich finde einen oder ich finde mehrere. dann bin ich immer hin in dem Wissen, ich bekomme das. Und vor Corona habe ich ja auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet als Bartrainer. Und dann kam Corona. Dann habe ich gewusst, ja, ich bekomme einen Job, also gut. Und ich habe auch einen Job bekommen. Ich wusste das schon davor. Ja, ich bekomme diesen Job. Und es war aber so, dass dieser Job einfach nur ein Job war, ne? Also es war gar nicht so, wie ich es gern hätte.
Dann habe ich gesagt, okay, dann wechsle ich den Job mal. Und habe gewechselt, habe da auch sofort gewusst, ja, ich bekomme den Job. Habe den Job bekommen. Und in dieser Zeit, die will ich gar nicht als verschwendete Zeit ansehen, weil ich habe in dieser Zeit jemanden kennengelernt, der mir tatsächlich alle Tools, die ich jetzt kann, in denen ich mich sehr niedrig gemacht habe, gezeigt hat, hey, nein, du kannst das richtig gut. Und ich glaube, diese Zeit war wirklich auch nötig. Deshalb hat das Universum vielleicht dann erst später gesagt, hey, Miri, erinnere dich, wie manifestieren geht. Weil dann war dieser Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, hey, ich will endlich mal den Job finden, der das bietet, was mir versprochen wird und was ich mir wünsche. Und dann habe ich es aufgeschrieben. Und zwar habe ich mir zum einen aufgeschrieben, ich werde meinen Job kündigen. Und die Frist, die ist schon längst vorbei, ne? Also ich werde meine Wohnung kündigen und ich werde einen Job finden, in welchem ich remote arbeiten kann. Einen Job, in dem ich wertgeschätzt werde. Indem man mich pünktlich zahlt, indem ich das an Wertschätzung verdiene, was ich auch biete, indem es eine klare, strukturierte Mission gibt, indem ich nicht unterfordert bin. Und dann habe ich alle meine Tools aufgeschrieben, die ich kann. Und das Verrückte ist, also ich habe mir diesen Zettel auf meine Schlafzimmertür gehängt und morgens dann immer manifestiert. Und über den Tag natürlich auch. Ich habe mir sehr oft vorgestellt, auch schon, dass ich gerade in diesem Job bin. Das ist so verrückt. Aber habe ich dann gemacht. Und ich war dann voller Freude, weil ich wusste, ich bekomme so einen Job, ne? Und ich wusste auch, ich bin remote. Also manchmal bin ich zur Arbeit gelaufen und habe mir dann gedacht, diesen Weg gehe ich jetzt. Aber in ein paar Monaten, da laufe ich durch dieses Land oder so. Und das hat meine Stimmung auch um einiges gehoben. Und dann habe ich da aufgeschrieben, was ich alles kann, was ich alles machen will und mit was für Menschen ich arbeiten will. Und zwar mit Frauen, welche im Ayurveda-Bereich, Yoga-Bereich und Coaching-Bereich arbeiten, die höher kommen wollen. Und ich kann sie im Marketing unterstützen. Gleichzeitig kann ich allerdings mein Wissen über Yoga, über Chakrenlehre und so einbringen. So, dann habe ich mich also bei ganz vielen Unternehmen beworben. Und das Verrückte ist, es gab nur ein Unternehmen, welches wirklich alle Checkboxen ausgefüllt hat. Und dieses Unternehmen hat mir geschrieben, die Stelle ist besetzt. Und ich dachte so, nein. Und das war so dieser Punkt, wo ich dachte, ja, okay, dann nehme ich eben wieder irgendeinen Job. Und ich habe irgendeinen Job angenommen. Aber ich habe weiter manifestiert. Und das Verrückte ist, als ich dann mit meinem besten Freund in einem Zoom-Call war und ihm von meinem Traum erzählt habe, dass ich so und so arbeiten will, und dass das auch passieren wird, bekomme ich eine Mail von der Self-Made Woman Academy, dass wir doch mal sprechen könnten. Und ich dachte, und da war auch dieses Gefühl einerseits, oh, ich hab den Job. Weil ich will den Job, ich habe ihn. Und das war so das Verrückteste, was mir tatsächlich dieses Jahr an Manifestation passiert ist. Weil es auch alle anderen Manifestationen, die ich hier auf diesem Board stehen habe, in Gang gesetzt haben. Also ich habe dann meine Wohnung ja gekündigt und lebe jetzt dieses Leben, das ich mir manifestiert habe. Das ist so verrückt,
wie genial die Gedanken sein können. Ganz genau. Und das macht's ja aus, diese Magie im Leben. Weil ich bin der Meinung, wir alle haben es verdient, glücklich zu sein, frei zu sein und die Dinge zu machen, die uns Spaß machen. Und das war wirklich auch der Hauptgrund, warum ich diesen Weg eingeschlagen bin, weil mein Leben hat sich mit dem Draht zum Universum um 360 Grad gedreht, wirklich. Und ist noch viel, viel magischer. Es war früher schon gut, beziehungsweise es war okay. Und für mich war okay nicht genug. Ich wollte ein Leben voller Magie, Freude, Freiheit und Leichtigkeit. Und deshalb gebe ich es weiter, weil es ist für alle möglich, wenn man sich selber erlaubt. Und wenn auch du diese Magie einmal erleben willst, dann erinnert dich Bettina daran. Ja, bei mir starten jetzt bald, ja, Anfang September, die neuen Programme. Einmal der Easy Magic Manifest, wo es wirklich darum geht, aus diesem Mangelgefühl rauszugehen, rein ins Füllebewusstsein. Ich sage immer so schön, lass uns gemeinsam Mangel fasten, weil wie viele fasten irgendwie Zucker und Alkohol und keine Ahnung. Lass uns doch einfach mal gemeinsam Mangel fasten und auf Mangel verzichten und wirklich bewusst die Fülle einladen und ja, da einfach über mehrere Wochen gemeinsam zu gehen, damit es einfach leicht gehen darf und dass man sich einfach ja erinnern kann und einfach auch begleitet wird, dann nicht irgendwie alleine rödelt und es doch nicht hinkriegt und wieder vergisst. Und dafür gibt es den Easy Magic Manifest. Und ich habe auch ein großes Programm der Universe, wo es dann wirklich ganz intensiv reingeht, wo auch die Inhalte vom Easy Magic dabei sind. Und ja, ein halbes Jahr dich begleiten zu lassen und womöglich, was auch immer. Naja, bei der einen war es der Tesla, bei der anderen war es die Malediven-Reise für 300 Euro. Und da sind noch viele, viele möglich. Der Traummann. Ja, genau. Also es war alles dabei. Vom Auto und sogar das alte Auto wieder manifestiert. Also die verrücktesten Sachen. Also wenn da jemand Lust drauf hat, sehr, sehr gerne. Und ja, auch für die tägliche Erinnerung, wenn man erstmal sagt, ja, in kleinen Schritten oder ich will gleich all in gehen, dann gibt es da viele Möglichkeiten. Das Ich-Bin-Armband, was ich habe, erinnert dich täglich, um ja, aus diesem Bewerten rauszukommen, um einfach ja, das zu manifestieren, was du haben willst und nicht die Dinge nehmen zu müssen, die da halt so vorbeikommen. Ja, und wenn du einfach ein bisschen mehr wissen möchtest und auch zwischendurch erinnert werden möchtest, darfst du sehr, sehr gerne in die Facebook-Gruppe Dein Draht zum Universum kommen. Da gibt es immer wieder Ideen und Impulse, Austausch, auch um Fragen zu stellen. Sehr, sehr gerne lade ich dich dazu ein und wenn du auch sonst Näheres wissen willst, dann findest du natürlich auch alles auf meiner Homepage vorname-nachname.com, bettina-pfeffer.com und ich freue mich über jede zauberhafte Frau, über jeden magischen Mann, der einfach für sich die Welt verändern möchte und wirklich diese innere Kraft, die Kraft der Gedanken und der Gefühle wieder entdecken möchte und wirklich, ja, der Schöpfer seines Lebens übernimmt und die Verantwortung übernimmt und zu sagen, hier, für mich ist alles möglich und für mich darf es leicht gehen, dann freue ich mich, wenn ich dich begleiten darf. Ja, Bettina, ich freue mich, dass du mich durch diesen Podcast begleitet hast und wir haben ja schon manifestiert, dass wir uns in Dubai sehen. Also bis dahin. Hab eine ganz wundervolle Zeit. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut. Und ja, wenn man manchmal auch gar keine Bestellung aufgibt, gibt es doch eine Lieferung auf irgendeine Art und Weise. Und wie du gesagt hast, deinen Traumjob manifestiert, finde ich super, weil wenn du diesen Traumjob dir nicht manifestiert hättest, wären wir uns nicht begegnet. Also wir treffen uns immer, wenn es denn sein soll, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wir dürfen im Vertrauen bleiben. Genau so ist es. Erinnere dich daran. Dieses Leben ist für dich da. Und will nur dein Bestes. Bis bald. Namaste.
Deine Miri.